Bonuslevel. And have you recovered your memory? Yes, Count Dracula. I remember now. I know where to find the artifact that granted the Queen such power. It's extremely old. The Queen was able to master only a tiny Well, my love, let us find it and claim the power for ourselves. Ich habe nirgends hingeklickt. Ich weiß nicht, warum das gesprungen ist. Our search begins here. Moment, ich probiere es nochmal von vorn. Oh, what should we look for, Master? Wir können das Bonuskapitel nicht nochmal von vorn anfangen. Ich weiß nicht, warum das gesprungen ist. Keine Ahnung. Nach was suchen wir, Meister? Ja, das frage ich mich auch, denn das fängt irgendwie sofort wieder. Es geht sofort in der Geschichte weiter. Wir hatten zwar im Finale überhaupt nichts von Mina gehört, die wurde ja gebissen und jetzt hat er sie gefragt, ob sie sich noch erinnert und sie sagt, ja, ich erinnere mich an das Artefakt, das der Königin the die ganze Kraft gegeben hat. To the catacombs, which the Queen used to reach the basements of Notre Dame. Mhm. Wir befinden uns also in Paris und suchen dort den Eingang in die Katakomben. Oder um es mit den Worten von Dracula zu sagen, den Eingang in die Katakomben, den die Königin benutzt, um den Keller von Notre Dame zu erreichen. Den suchen wir. Um da anscheinend das Artefakt zu finden, das sehr alt sein soll. Igor does not see anything like that. Igor sieht nichts dergleichen. Ja, den muss man ja suchen. Die sind ja irgendwo im Kellerkatakomben. But it is here. Somewhere. I still feel the presence of the Queen. She was here. Aber er ist hier irgendwo, der Artefakt, Mensch. Nicht das Artefakt, ist der Artefakt mittlerweile. Ich fühle die Präsenz der Königin immer noch. Sie war hier. Und da blinkt schon, Metalltablett, hallo. Wir haben uns davor erst das durchgelesen, auf mir Hinweise zu geben. Fledermauskachel, die nehme ich mit, da suchen wir schon wieder was. Da oben haben wir Blut entdeckt. Hi, Luna. Da unten was, Stühle können wir uns angucken. Noch mehr Blut. Und da. Ach so, das ist Mina. Wir dürfen jetzt Mina sprechen. Anscheinend Van Helsing ist weg. Darunter befinden sich Bläschen, als ob etwas innen versteckt war. Was für Bläschen? Sollen das Bläschen sein oder Bläschen? Wir probieren es mal mit der vampirischen Sicht. Oder auch nicht. Dann probieren wir es mit Stärke. Einen Stuhl auseinanderrupfen. Ach ja. Das war damit gemeint. Wir haben ein Freskostück gefunden. Und ein Stuhlteil. Mhm. Noch mehr Blut. Ein Engel. Er hält etwas in seinen Händen. Kann Igor es haben? Kann Igor es haben? Ich weiß nicht. Kann man das vielleicht mit Telekinese da rausholen? Ein Uhrenteil. Nein, Igor, du kannst es nicht haben. Metalltablett haben wir noch. Und diese komischen Pappfiguren, die da auf der Bühne rumstehen. Da oben ist eine Maske. Meister! Igor sieht oben eine Maske. Aber wie gelangen wir daran? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Maske, die liegt auf einem Balkon. Auf den kann man einfach hoch, ne? Das ist hier ja einfach nur die Loge und da läuft man halt hoch. An diesen komischen Engel, da kommt man doch viel schwerer ran. Aber wir haben ja noch ein bisschen Blut hier, also mit der Telekinese. Holen wir uns auch die Maske und wir suchen schon wieder. Wir sammeln. In diesem ganzen Spiel wird nur gesammelt. Da oben ist noch was. Da stürzen wir uns einfach rein. Ach so, das ist unser erstes Wimmelbild in der Loge hier oben. Wieso ist jetzt der Chat verglitscht? Ernsthaft? Hat er jetzt den gleichen Mist auf der anderen Seite? So. Also ihr dürft mitwimmeln, wie immer. Bürste, Fächer, zweimal Truhe, Brille, zweimal Handschuhe, Helm, zweimal Maske, Mond, Parfüms. Parfüms im Plural, die müssen wahrscheinlich mehrere zusammenstehen. Hier. Schal, Löffel, Broschüren, Vase, Uhr und ein Kreisel. So, so. Hab schon wieder vergessen, was wir suchen. Es ist immer das Gleiche. Brauchen wir ein paar Masken? Masken zweimal. Ein Harlekin? Schuhe? Ja gut, dann lasse ich das jetzt so, wenn das nur im Chat hier irgendwie stört. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Flasche? Nein.
Blümchen, Maus, ich habe vergessen, was wir suchen. Bürste, Fächer, zweimal Truhe. Bürste, Fächer. Ist das eine Bürste? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah ne, das sieht aus wie eine Ziehharmonika. Na, quetschen. Bürste, Fächer. Brauchen wir Ballerinaschuhe? Auch nicht. Ihr dürft fleißig mitwimmeln, wenn ihr was erkennt. Ich hoffe, das geht. Da hinten ist ein Dolch, brauchen wir den. Hier ist eine Brille. Die Brille ist gut. Handschuhe zweimal. Einer ist hier. Hi, relax. Schal über mittleren Stuhl. Ah, das ist gut. Hut. Helm? Nee, wir brauchen einen Helm, kein Hut. Helm ist da unten. Schon wieder Handschuhe. Wo denn? Kreide ist einmal hier. Ach, brauchen auch nur einen. Eine Vase. Sehe ich nicht. Da oben ist die zweite Maske. Und eine Bürste. Was soll denn das hier sein? Da ist ein Fotoapparat. Brauchen wir den? Nö. Wieder ein Fernglas? Auch nicht. Vase und eine Uhr. Da hinten ist ein Geschenk. Da ist die Bürste. Ich habe einen Löffel gefunden. Brauchen wir den? Ja. Löffel. Achso, Löffel. Ja, genau. Unter dem rechten Stuhl zwischen den Säulen vor der Brüstung. Genau, da hatte ich den auch gerade entdeckt. Maske oben rechts. Ja, das ist... Wir haben schon wieder so viel Leck, dass ich... Das ist schon wieder eine Zeit her. Was sind denn das hier? Ist das eine Uhr, Schmuck oder sonst was? Broschüren. Uhr. Ich wollte eigentlich auf die Broschüren klicken, aber so geht's auch. Mond rechts auf dem Vorhang. Ah, wunderbar. Vase, Handschuhe und zwei Truhen. Das könnte eine Truhe sein. Ist das eine Truhe? Nee, das ist eine Tasche. Truhe, die Box hier. Ja, wusste ich doch, dass das ein Schwachsinn ist wieder. Keine Truhe, Mensch. Ganze Schachtel sagen oder irgendwas. Aber die haben immer keine Bilder dazu. Das ist das, was so nervig ist. Vase und Handschuhe. Da. Und Vase. Das wird wieder sowas sein, du. Das Ding mit der Vase. Ich klicke wieder auf alle möglichen Sachen drauf, weil Vase kann bei denen alles sein. Auch die Lampe hier oben oder was weiß ich. Flasche ist dann auch eine Vase und die Maus oder die Schuhe, da kann man ja auch Blumen reinstopfen. Da ist ein Salamander. Was ist bei dir denn wieder eine Vase? Letztens hatten wir ja, was war das letztens? Ach da, hier, die habe ich übersehen. Die sieht fast aus wie eine Mauer. Du hast deine Maske gefunden. Stimmt gar nicht, ich habe zwei gefunden. So. Geht schon weiter? Ne, bis jetzt ist das. Können wir eigentlich schon hin und her reisen? Oh, wir haben was Neues. Ach du meine Güte, das ist ja voll aufwendig, das Bonuskapitel. Momentaner Schauplatz und wir werden uns hier irgendwie da so durchwurzeln. Sieht aus wie durch so ein Geweide. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Die wollen da hier anscheinend... da oben, das ist Paris und da wäre das Theater. Und wir versuchen zu Notre Dame zu kommen, oder wie? Über irgendwelche Inseln auf der Themse, weil es sieht seltsam aus. Ach, wir sollen unterirdisch sein, jetzt habe ich es kapiert, das soll, unterirdisch macht auch mehr Sinn. Was erkennt man denn da? Irgendwelche Hausreihen und irgendwas. Und das soll dann die, hier, das macht auch mehr Sinn, das wäre wie wenn man hier aufschneiden würde. Und sich dann hier die Katakomben unterirdisch unterm Theater anguckt. Und hier hat man dann die Île-de-France, also die kleine Insel, wo auch Notre Dame dann drauf ist. Das heißt, hier kommt man unterhalb der Kirche raus. Mhm, spaßig. Ach so, schließen? Doch, schließen ist schon der richtige Button. Mona. So, was kann ich denn hier jetzt machen? Ich habe einen Kontrollmechanismus. Darf ich da schon was einsetzen? Ich kann mit dem Stuhlteil dagegen hauen. Sieht wie ein Mechanismus aus, aber der Griff fehlt. Macht nichts, nehmen wir einfach was anderes.
jeder Mechanismus funktioniert so. Man stopft da einfach ein Stuhlbein rein oder eine Lehne oder was das war und dann zieht man an oder drückt runter und alles funktioniert trotzdem. Keiner weiß warum. Zerschnittener Vorhang, da fehlen zwei Masken. Ach, es fehlen drei Masken. Wir haben aber erst zwei. Also kommen wir da noch nicht weiter. Dafür dürfen wir jetzt hier vorwärts gehen. Keiner weiß wohin, aber stürzen wir uns in den Abgrund. We must thoroughly search backstage. Wir müssen gründlich hinter der Bühne suchen. Ah. Ach so, ja, wenn er aufhört zu sprechen, darf ich auch Sachen anklicken. Dann machen wir es mal. Gründlich suchen hinter Bühne. Da oben ist nochmal Blut. Igor, hör auf, Mist zu machen. Unvollständiges Schloss. Ach, da sollen diese Teile rein. Ein Fledermauskachel fehlt. Ich liebe dieses Deutsch. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen dürfen? Wir dürfen wieder zurück. Wir dürfen uns die Truhe ansehen, aber da fehlt uns noch eine Fledermauskachel. Hier, Uhrenmechanismus. Da fehlen uns auch noch zwei Teile. Nein, die haben wir. Ach du Kacke. Ist das ein Austauschschieberätsel? Ja, das ist ein Austauschrätsel. Austauschrätsel lasse ich durchgehen. Ich frage mich nur, woran man weiß, ob das Ding an der richtigen Stelle ist. Weiß man nicht. Aber nein, das da hier sieht doch besser aus. Da. Ich würde jetzt einfach mal das Riesending hier. Das ist doch zum Kotzen. Das Riesending hier in die Mitte setzen. Und dann, haben wir hier einen halben und hier ein halbes. Das sieht schon gut aus, aber irgendwie könnte auch das da hier in der Mitte sein. Vielleicht vereimern die mich auch einfach nur und das sieht auch gut aus da oben. Man sieht aber nicht durch einen Farbunterschied, ob man da jetzt auf der richtigen Spur ist oder nicht. Das ist auch gut. Das hier ist, keine Ahnung was das ist. Die kann ich ja nicht drehen, ne? Nee. Hier vielleicht. Das da hier dann hier runter. Okay, dann ist nämlich das andere da falsch. Das da hier gehört dahin. So. Und das gehört aber nicht da hoch. Das gehört hier runter und das da runter. Das war's. Bravo, gewonnen. Glück, um fortzufahren. Können wir jetzt in die Truhe rein? Nö, wir haben ja nichts. Was haben wir denn gekriegt? Gar nichts, ne? Ach so, doch, wir dürfen jetzt hier die Maske rausnehmen. Jetzt können wir in die Truhe... Nein, falsch. Jetzt können wir zurück zum... Wo müssen wir die einsetzen? Wo gehört das hin? Ah, hier. Zerschnittener Vorhang. Da gehört's rein. Was müssen wir da schon wieder machen? 1, 2, 3, 4. Sag mir nicht, dass das der gleiche Mist ist mit den Damen. Lege alle Masken auf dem Spielfeld ab. Sie sollten sich allerdings nicht auf der gleichen vertikalen, horizontalen oder diagonalen Linie befinden. Ja, es ist doch der gleiche Mist wie mit den Damen. Wir hatten gesagt, was? Auf den mittleren drei darf nichts sein, ne? Das waren die Dinger. So ging die Lösung. Dann kann ich hier eine hinlegen. Und dafür dann irgendwie... Und wird gesagt, das Ganze ist punktsymmetrisch, als hätte man an der Stelle hier... die Spiegelung und dann müsste man das glaube ich so machen. Ich glaube so irgendwie war das. Dann kann ich hier einen hinsetzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da oder so. Ah, das war's nicht. Das ging noch mal irgendwie anders, die richtig zu setzen. Man muss sie da irgendwie richtig anordnen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ah, sowas. Ich glaube, so war das. Ja, ja, ich weiß, dass ihr jetzt da oben wieder verschwindet, weil ich es nicht richtig gesetzt habe. Aber ich glaube, irgendwie so hat das ausgesehen. Und dann kann man sie genau gleich irgendwie... Ach, verdammt, so nicht. Also doch nochmal anders. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich kann mich nicht erinnern. Eigentlich habe ich jetzt keine Zeit, das irgendwie so rauszukriegen. Vielleicht so. Keine Ahnung. Das passt nicht. Weiß das noch wer? Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Eigentlich darf ich nicht da hoch, das ist schon viel zu weit oben. Ja, das geht natürlich nicht. Ich dachte irgendwie so, aber so geht's nicht. Weil ich dann... Der hier mit dem, die beißen sich ja schon wieder. Ich weiß nicht mehr, wie das war, wo wir das gemacht hatten, aber mein Hirn hat das nicht mehr. Ich sag doch, das hatten wir bei The Whispered World, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Hier, die treffen sich dann und das darf eigentlich nicht sein. In der Linie darf auch niemand sein. Weiß noch jemand, wie das geht? Ich weiß das nicht mehr. Den hatte man irgendwie eigentlich relativ nett angeordnet und dann... einfach nur gespiegelt, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Moni, kannst du mal der Mom sagen, dass es mir gut geht, aber dass ich gerade nicht antworten kann? Und dem Chris geht's auch gut. Dankeschön. Ich überspring das jetzt. Nicht überspringen. Ja, so ein Mist. So, jetzt haben wir niemanden mehr auf der Schräge sitzt, aber es bringt trotzdem nichts, weil die sich ja jetzt hier, ich darf jetzt niemanden mehr auf diese zwei dunklen setzen, obwohl ich eigentlich hier punktsymmetrisch gesehen die Eumel dann doch an die gleiche Stelle setzen müsste, oder nicht? Ich müsste doch dann hier. Und dann kann ich nicht, weil der da oben ja hängt. Und den kann ich auch nicht dahin setzen, weil der da oben hängt. Also... kann ich jetzt vielleicht... geht der eben nicht, weil die sich ja treffen. Ich weiß es leider nicht. Ich überspringe, weil sonst wären wir nicht fertig und ich muss heute noch viel zu viel arbeiten, als dass wir uns hier aufhalten können. Also, wir sind reingekommen. Juhu, wir hatten es ja schon mal gelöst. Ihr wisst ja, dass wir es schon mal gemacht hatten, aber ich weiß nicht mehr wie. Unsichtbares Zeichen. Und was ist mit dieser Tür? Hier befand sich ein Wandbild, aber es wurde beschädigt und ist unvollständig. Okay, zwei Sachen können wir da schon reinklatschen. Ach, die sind ja riesig, die Teile. Ein Freskostück fehlt. Okay. Eins haben wir noch nicht. Und dann gehen wir wieder nach oben, weil mehr können wir da unten noch nicht machen. Wir haben aber jetzt unsere zweite Fledermauskachel gefunden, also können wir wieder hinter die Bühne. Ach, diesmal heißt es nicht mehr vorwärts, jetzt heißt es hinter die Bühne. Und das gehört hier rein. Was muss man denn da machen?
Setze eine dunkle Fledermaus auf das Spielbrett, sodass eine Linie horizontal, vertikal oder diagonal mit einer anderen dunklen Fledermaus entsteht und sich dazwischen eine rote oder mehrere befinden. Ach du meine Güte, Reversi. Ich hasse Reversi. Ich mag Reversi überhaupt nicht. Diese geht schon los. Ich bin einfach zu blöd für dieses Spiel. Vielleicht sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Das Schlimme ist halt in dem Spiel... Ach, 31 zu 4 ist gut. Der war auch nicht so schwer, der dumme Heino.